Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Noch befindet sich die Föderationsflotte in einem System der Cardassianer. Das wird sich aber ändern, denn ein Frieden ist geschlossen worden. Und nicht nur irgendein Frieden. Die Föderation hat gewonnen. Es war ein Verteidigungskrieg und dieser wurde gewonnen und die Gelegenheit genutzt, die Bajoraner vom Joch der Cardassianer zu befreien. Und jetzt ist natürlich oberste Bürgerpflicht, hier die Beziehung erst einmal zu verbessern. Und wir werden Varina hier hinschicken, die im Moment bei den Klingonen sich befindet. Da sind wir aber schon gut dabei. Insofern ist das eine perfekte Gelegenheit. Und natürlich müssen wir jetzt uns ja mit den Bajoranern so schnell es geht gut stellen und ja und versuchen, sie auch in die Föderation zu bekommen. Das muss das Ziel sein. So, wie ist denn ihr diplomatischer Status? Hat Grenzen für die Romulaner und Klingonen geschlossen. Das ist schon mal gut. Okay. Gut, da sind wir dann wahrscheinlich die Einzigen. Offene Grenzen könnten wir definieren. Mission anfragen ist was Schönes. Das werde ich aber, glaube ich, erst machen, wenn wir die Enterprise haben. Versuchen mal, offene Grenzen vorzuschlagen. Das wäre auf jeden Fall noch ein weiterer Schritt in Richtung Annäherung. Mal gucken, wie sie reagieren werden. Ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. So, wir haben einiges zu tun. Wir werden jetzt erstmal unsere Hauptflotte wieder zurück ins Sonnensystem bringen und natürlich auch unsere Transportflotte. Die kann dann direkt, denke ich, auf der Erde wieder landen. So, das wäre das. Dann ist die große Frage, was machen wir jetzt eigentlich mit den Legierungen? Man könnte theoretisch jetzt die Flotte weiter ausbauen zur Sicherheit. Man könnte mehr Sternbasen bauen. Man könnte Systeme sozusagen weiter zur Föderation holen. Das kostet jeweils 100 Legierungen. Man könnte aber auch, und ich tendiere dazu, jetzt Eisen sparen, um so schnell es geht, hier zur Enterprise zu kommen. Weil danach gibt es eine Menge Folgeaufgaben, die ja auch nicht ohne sind, für die man auch Zeit braucht. Ja, und ich denke, das werden wir tun. Dementsprechend werde ich die Mineralien auch ausgeben, um noch ein bisschen mehr Legierungen zu bekommen, nämlich hier einen Industriedistrikt zu bauen. Schmiede haben wir hier schon. Genau, wir haben ja hier die Gießereiwelt. Da passt das, glaube ich, sehr, sehr gut. Okay, gut. Also, werden wir mal Eisen sparen. Außerdem ist die USS Angelou hier schon wieder fertig mit der Kartierung. Und ich würde sagen, wir fliegen weiter. Wir suchen immer noch Erstkontakte. Das ist das große Thema hier. Fliegen wir mal hier entlang. Und decken eine Menge weitere Systeme auf. Das Problem ist, wenn es zum Erstkontakt kommt, dann haben wir im Moment gar keinen gesamten. Aber wartet, Trill. Trill ist jetzt sehr, sehr positiv gestimmt. Und das bedeutet doch eigentlich, dass wir auch hier den Integrationsprozess vorschlagen können. Und ich denke, das sollten wir auch tun. Wenn sie Teil der Föderation werden, dann bringen sie ein. Jeder Bewohner erzeugt Forschung 0,25. Das ist ja sehr, sehr cool. Okay, Integrationsprozess vorschlagen. Mal sehen, ob sie Ja sagen. Und vor allem mal sehen, wie lange das dauern wird. Da bin ich ja sehr, sehr gespannt. Gut. Ja, kriegen wir eine Antwort? Ja. Nukner! Oh, und das ist auch was Gutes, denke ich. Ich denke, das ist jetzt eine wirkliche diplomatische Absicherung. Darauf haben wir lange hingearbeitet. Jetzt ist der Frieden hier mit Cardassia geschlossen. Jetzt können wir ein Defensivabkommen mit den Klingonen schließen. Ja, das sichert, glaube ich, den Frieden enorm. Sehr gut. Das bedeutet aber auch, wenn die Klingonen angegriffen werden, dann müssen wir ihnen zu Hilfe kommen. Aber ich denke, hier sind zwei sehr starke Partner dann miteinander verbündet. Das sollte dann auch sehr, sehr gut möglich sein. Die Cardassier garantieren die Unabhängigkeit der Bajoraner. Ist ja wohl ein Witz. Ha!
Aber wartet mal, also ich denke schon, dass die friedliche Integration in Föderation kein Kriegsgrund darstellt. Eldor, ne? Joy. Würde ich mal sagen. So, wir werden auch mit Ihnen... Ja, wir müssen hier schnell vorankommen. Plus... Letzten Monat hat sich im Hund plus 140 geändert. Das ist ja sehr, sehr gut. Okay. Schlechte Beziehung im Moment. Aber wir werden einen Wirtschaftspakt schließen. Wir werden einen Forschungspakt schließen. Und wir werden die Unabhängigkeit garantieren. Das volle Programm. Okay, das machen sie auch mit den Cardassianern. Das kann nicht sein, dass sie jetzt hier mit den Cardassianern hier noch irgendwie weiter kooperieren. Die haben echt den Wirtschaftspakt abgelehnt. Ja, wahrscheinlich, weil die Beziehungen noch zu schlecht sind. Nicht, dass sie etwa unterjocht werden wollten. Hatten wir falsche Informationen möglicherweise? So, wir finden erstmal eine Kryokapsel. Unser Außenteam hat auf dem eisigen Planeten eine atemberaubare Atmosphäre festgestellt. Ich dachte, eine atemberaubende. Was auf eine bewohnbare Welt schließen lässt. Bei einer Routineuntersuchung ist unsere Besatzung auf eine Höhle gestoßen, in der sich zu ihrer großen Überraschung neben mehreren erelianischen Artefakten eine Kryokapsel von Erelyn 4 befand. Unseren Daten zufolge haben die Erelianer die Raumfahrt nie gemeistert und sind vor langer Zeit ausgestorben. Spuren ihrer Zivilisation auf diesem Planeten sind mehr als überraschend. Es wäre riskant, eine derartig alte Kapsel zu öffnen, da dabei auch giftige Dämpfe freigesetzt werden könnten. Die sinkenden Temperaturen erfordern eine schnelle Entscheidung. Wer weiß, was sonst noch in dieser Höhle ist. Ist es das Risiko wert oder... Nee, erkunden wir die Höhle vorsichtig. Der Schutz des Außenteams geht vor. A new tradition to teach us more about ourselves. Okay. Eldor Joy. Das fanden sie aber gut, die Garantie der Unabhängigkeit. Und wir haben eine neue Tradition und das ist eine wichtige Entscheidung. Es geht um einen ganz kompletten neuen Baum. Den haben wir uns ja schon mal grob so ein bisschen angeguckt. Ich werde mich aber, weil wir auch jetzt schon im Frieden sind, wie ich finde, ganz passend auch noch zu unserem Thema, Fortschritt, jetzt Forschung. Dafür werde ich mich entscheiden. Effizienz ist der erste Schritt bei der Standardisierung weltraumgestützter Forschungsverfahren. Wenn wir unsere Daten katalogisieren und die Umweltscans verbessern, können wir auf eine bessere Zukunft hinarbeiten. Forschungsgeschwindigkeit Anomalien erhöht sich weiter, wenn wir das annehmen. Die Alternative wäre Entwicklung. Aber ich denke, das passt ganz gut. Und vor allem hat das viel auch mit Weltraumerforschung zu tun und das ist jetzt die Phase, wo wir das noch gerade so gebrauchen können. Deswegen nehme ich das hier an mit dem entsprechenden Annahmeeffekt. Okay. So. Gut, 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 gut. Was ist jetzt hier mit der Integration? Kryolog. Vorsicht walten zu lassen, hat es unserer Besatzung ermöglicht, den Rest der Höhle mitsamt der erelianischen Artefakte zu erkunden. Die Umgebung lässt darauf schließen, dass die Höhle vor langer Zeit bewohnt war. Ein Crewmitglied ist auf ein primitives, unbekanntes Shuttle gestoßen, das beim Aufprall auf der Planetenoberfläche zerstört wurde. In der Nähe wurden außerdem Ruinen und Gräber sowie ein altes Tagebuch von Irelin 4 entdeckt. Mithilfe des beigelegten Codes konnten wir ihre Sprache entziffern und erfahren, dass eine abtrünnige Kolonie vor der autoritären Regierung der Irelianer geflohen war. Anders als bislang bekannt, war es einigen Irelianern wohl doch gelungen, einen Warp-Antrieb zu entwickeln und auf diesem Planeten Frieden zu finden. Das gibt uns noch mal eine Menge mehr Forschung, denn dieses Artefakt kann jetzt ausgestellt werden in unseren Museen. So. Oh, die Cardassianer und die Bajoraner machen jetzt auch noch ein Forschungsabkommen. Eieieiei, das wäre natürlich jetzt... Das wäre ja verrückt. So, plus 14 kriegen wir pro Monat. Das heißt, wir werden dann zumindest in die neutralen Beziehungen gehen. Ja, okay. Es ist, wie es ist. Und hier? Only the joint may know true wisdom. Sag mal, wir haben die noch nicht geantwortet, ne? Sollen wir das nochmal vorschlagen? Ich versuche nochmal anzufragen. Oder hatten die das abgelehnt und ich habe es nicht mitbekommen? Bin mir unsicher. Eldor Joy. Okay, jetzt wollen sie auch ein Forschungsabkommen mit uns, die Bajoraner.
So, tatsächlich. Only the joint may know true wisdom. Es geht los. Okay, der Integrationsprozess beginnt. Hervorragend. Aber das muss jetzt nochmal gestartet Only werden, the oder? Joint may know true wisdom. Das ist irgendwie... Okay, wir hatten es eben vorgeschlagen, jetzt können wir beginnen. Genau, und das macht José Leroy. Und jetzt geht's los. Und wir haben tatsächlich nur einen Fortschritt von 1. Aha, okay, das dauert lange. 116 Monate, das ist aber sehr, sehr lange. Durch Ideologie minus 1. Weil sie eine Meritokratie sind, oligarchisch. Das werden wir nicht verändern können. Durch Technologie. Sie sind offenbar technologisch fortschrittlich. Einigermaßen. Wo sehen wir nochmal ihre Geschichte? Das sehen wir hier, glaube ich, ne? Ne, hier steht aber Technologiestufe... Erbärmlich. Wieso dann minus 1? Wir hatten da schon mal irgendwie Pluswerte. Das ist aber ein langer Integrationsprozess. Na gut, wir müssen ihn aber gehen. Hilft nichts. So, 1000 Kampfstärke immerhin. Incoming transmission. Schon einigermaßen beruhigend. Feldor Joy. Ja, Botschaft einrichten, da stimmen wir natürlich absolut zu. Feldor Joy. Okay, es geht hier wirklich voran. Aber nur plus 4 im letzten Monat. Nun gut. Debris Report ready. So, Trümmeranalyse ist erfolgt. Die Billings kann aber hier weitermachen. Alle Spezialprojekte. Ich glaube, die müsste sie jetzt komplett durchforschen. Und ein Forschungsschiff hat da noch nichts zu tun. Ja, wir sind hier in Kicks durch. Ich würde sagen... Wir werden jetzt erstmal in unserer näheren Umgebung weiter nochmal richtig erkunden. Hier, dort, dort. Und dann schauen wir weiter. So. Okay. Auf der Erde. Nach wie vor Arbeitslosigkeit. Und Risa braucht eine Bestimmung. Wenn wir überlegen, ob wir hier vielleicht einen Bergbauplaneten mal machen, was ein bisschen interessant ist, weil es eigentlich eine Gaia-Welt ist. Ist ein bisschen fragwürdig. Hier brauchen wir Dienstleistungen. Auch hier ist eigentlich wieder was nötig. Hier ist aber soweit ist mal alles in Ordnung. Normalerweise müssten wir, aber wir können eigentlich auch hier mal Forschung machen. Energie stehen wir sowieso ziemlich gut da, würde ich sagen. Da wird gerade gebaut. Nahrung ist auch vielleicht mal wieder ein Thema. Das könnten wir vielleicht hier anstoßen. Landwirtschaftsdistrikt baut das mal hier als nächstes auf, ja. Das ist ja unser Landwirtschaftsplanet. So, plus 31 Legierung. Da kommt dann hoffentlich mehr, wenn Beta Z in das gebaut ist. Memory Alpha. Ein Professor namens Ewood Full. Der Akademie der Sternflotte hat uns einen Bericht mit neuen Vorschlägen für Sicherheitsmaßnahmen unserer Zentralbibliothek auf Memory Alpha geschickt. Was? Wo ist denn bitte Memory Alpha? Das ist schon wieder... Ich mache jetzt mal F. Es ist auch schon wieder so ein System, was völlig unbekannt ist. Der Bericht empfiehlt ein rigoroses Trainingsprogramm für jegliche Bewohner der Bibliothek, um sich besser gegen Gedankenkontrolleffekte wehren zu können. Anlass für den Vorschlag ist das cetarianische Massaker auf Memory Alpha. Professor Full versichert uns, dass dieses Programm der Föderation einen wichtigen Vorteil verleihen wird, sollte sich je wieder ein Vorfall der Gedankenkontrolle ereignen. Okay, es kostet uns... 100 Credits, das ist kein Problem. Und es gibt ein neues Spezialprojekt. Oder wir sagen, das ist nicht nötig. Aber irgendwie klingt es... Okay, den Nobula 4. Da ist er. Da müssen wir offenbar Forscher hinschicken. Neues...
Sehe ich aber jetzt nicht als neue Mission. Oder ist das jetzt einfach nur so auf der Karte aufgetaucht? Den Nobula. Da ist nichts. Normalerweise müsste hier jetzt so ein Ausrufezeichen erscheinen und eine kleine Mission symbolisieren. Aber es scheint wohl irgendwie schiefgegangen zu sein. Naja, ist jetzt auch nicht so dramatisch, würde ich sagen. Machst du eigentlich jetzt hier die Trümmerforschung oder gammelst du hier nur rum? Ja, das passiert wunderbar automatisch. Hervorragend. So, wir sind bei 900 Legierungen, 3500 benötigen wir und im Zollsystem haben wir einen lautlosen Alarm. Das heißt, da ist irgendwo Spionage zugange. Und da stellt sich die Frage, ob wir nicht doch nochmal einen Spion uns holen. Zumindest für die Gegenspionage wäre das vielleicht ganz praktisch. Blöde ist, kostet halt auch Legierung. Ich glaube, ich bleibe mal bei meiner Priorität und nehme das jetzt zwar ungern, aber nehme das mal in Kauf. Draigu hat im Übrigen Mineralien. Da könnte man mal ein Konstruktionsschiff vorbeischicken. Und noch eine Bergbaustation bauen. Und eine Forschungsstation. So, und jetzt wird hier das Kolonieschiff nach Bieren losgesendet. Wir haben 25.000 Forschung auf Lager. Ich will nochmal überprüfen. Ja, okay, es ist tatsächlich aber nicht so, dass je mehr Forschung auf Lager ist, umso höher der Wert. Der scheint hier irgendwie ein Maximalwert zu sein. Wahrscheinlich, ah ja, so wird es sein, der Basiswert darf nicht vermutlich durch gespeicherte Forschung überschritten werden. Ja, auch nachvollziehbar irgendwo. We've detected a non-Federation vessel. Was haben wir denn hier? Irgendwas entdeckt, aber lasst uns mal hier reparieren. Und wir haben einen Erstkontakt. Wo? In Azinda? Was? Wir haben hier... Da ist Azinda. Warum wurde mir das nicht angezeigt? Wahrscheinlich, weil es noch nicht erkundet war. Stimmt, es sind ja auch nur die bekannten Systeme. Jetzt ist Azinda da. Aber das ist doch ein bisschen merkwürdig, dass wir Events haben zu einem System, das uns noch völlig unbekannt ist. Egal. Ein Erstkontakt ist da. Wir sind in einem System einer anderen raumfahrenden Zivilisation begegnet. Wir werden die Gruß... Frequenzen öffnen. Oder ein Versorgungspaket könnte man auch mal schicken. Finde ich auch nicht so schlecht. Okay, es soll ein Beweis für unsere Kultur und unsere guten Absichten sein. Bringt uns 1000 Einigkeit. Nehme ich auch gerne mit. So, das Problem ist, da brauchen wir jetzt einen Gesandten. Und das ist jetzt wirklich ein Problem. Weil wir natürlich unseren Gesandten... Only the joint may know true wisdom. Hier bei den Trill benötigen, aber auch bei den Bayou. Eldor Joy. Und wir haben halt nur zwei. Ja, hier müssen wir weitermachen. Es hilft nichts. Das heißt, gilt das eigentlich missionstechnisch schon als Erstkontakt oder müssen wir den abgeschlossen haben? Nein, tatsächlich. Okay, für die Mission reicht es, sie einfach zu treffen. Wir müssen noch nicht den Kontakt hergestellt haben. Das ist gut, weil das ist das, was ich hier vor allem erreichen will. Gut, dann lassen wir die jetzt erstmal dort, wo sie sind und werden später mit ihnen Kontakt aufnehmen. So, hier wird repariert. Wir sind bei einer erstaunlichen Kampfstärke von 1300. Das kommt aber, weil natürlich jetzt überall, genau, die Offiziere jetzt hier ankommen und damit die Schiffe auf voller Kampfstärke sind. Ja, das ist gut. Sehr gut. Wir sind bei 1000 Legierungen. Langsam aber sicher kommt die Enterprise in Reichweite. Was? Anomalie und mir wird es nicht angezeigt? Das sind die Reparaturen, bin ich sicher.
was das jetzt gewesen ist. Warte mal, wir gucken mal ins Protokoll. Nee, das muss ein Soundbug gewesen sein. Hier sehen wir übrigens auch den Krieg der Romulaner und der Cardassianer. Ja, so viel passiert hier auch nicht. Ach, das ist wieder diese komische Mechanik. Ah, schaut mal. Hier können wir jetzt tatsächlich irgendwie Unterstützung reinbringen. Interessant. Indem wir entweder Legierung zahlen oder Energie. Und ich würde aber sagen, okay, darum geht es am Ende. Wer hier die meisten Unterstützer hat. Ach, schade, dass die Mechanik mal nicht mal irgendwo vernünftig erklärt wird. Aber es scheint mir irgendwie schon interessant zu sein. Ich würde aber sagen, wir bleiben neutral als Föderation in diesem Konflikt. Das erscheint mir jetzt am besten zu sein. So, ab jetzt sammeln wir Offiziere an. Endlich. Das werden wir, denke ich, noch gut gebrauchen können. Wichtig, glaube ich. Wir haben ihr Gebiet auch schon so ein bisschen ausgedehnt. Auch interessant. So, die Bergbaustation ist hier gebaut worden. Ich würde sagen, wir nehmen auch definitiv nochmal die Forschungsstation mit. Trümmer sind weiter analysiert. Wir sind bei schönen 25.000 Forschungspunkten. Sehr, sehr schön. So, ich glaube, ich werde Risa zum Bergbaudistrikt machen. Zum Bergbauplaneten. Hier sind immerhin 5. Ein paar können wir noch ausbauen, wenn wir die Melveranische Schlammflöhe besiegen. Ja, 255 werden wir investieren. Und dann werden wir gleich hier die Spezialisierung machen. Bergbauwelt. Mineralien wird immer mehr eine Rolle spielen, weil wir die natürlich umwandeln in andere Kisten. So, Beta Z hat die Gießerei gebaut. Ich prüfe mal, ob dann hier auch die Metallurgen Priorität genießen. Tun sie, das ist in Ordnung. Produzieren jetzt auch schon mal plus 40 Legierung. Debris Report ready. Sehr schön. Sag mal, wie ist das hier mit der Flotte? Ist die eigentlich, liegt die wirklich in der Station vor Anker? Sparen wir hier Unterhalt? Das in Orbit einfliegen. Machen wir mal. Hat das was geändert? Müsste man mal drauf achten, bin mir nicht ganz sicher. Okay. Okay, wir haben Energiefeldschwingung plus 10% Fortschritt. Da haben wir sogar noch eine Spezialtechnologie bekommen. Construction finished on schedule. Hervorragend. So, die Forschungsstation ist gebaut worden. Mehr machen wir da erstmal nicht. Sparen wir erstmal die Mineralien für den nächsten Planeten. In Andor muss was geschehen. Wird es auch. Sehr, sehr viel Einfluss, weil wir hier im Moment nicht großartig expandieren. Wobei wir werden ja über Diplomatie auch expandieren. Terba. Okay. Du hast weitere Aufgaben. Wir müssen uns da nicht einmischen. So. Ein Friedensangebot ist geschlossen worden. Ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt... War das ein weißer Frieden? Hat jetzt irgendwas hier den Besitzer gewechselt? Ich meine mich zu erinnern, dass hier noch eine besiedelte Kolonie war. Actrium oder Rator. Jetzt sieht es anders aus. Also irgendwas ist, glaube ich, hier passiert, aber sicher bin ich mir nicht. Müsste man sich in den Aufzeichnungen, sprich in den älteren Videos nochmal anschauen, um das einschätzen zu können. Aber die Cardassianer sind mit Sicherheit abgestürzt. Wir haben aber keine Infos aktuell über sie. Debris Report ready. Okay, Energiefeldschwingung. Ja, nochmal. Und New technology has passed testing protocols. Wir haben mehrstufige Eignungstests. Die Teile eines Tests, an denen Kandidaten scheitern, sagen oft ebenso viel aus wie die Teile, die sie meistern. Standardisierte Prozesse können nicht über alles Auskunft geben. Erhöht die Offiziersproduktion. Sehr, 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 sehr gut. Plus 40 Offiziere. Das ist ja echt ein komplett anderer Schnack jetzt plötzlich. Ja, prima.
Neue Forschung. Föderationsunterkünfte. Ja, ist quasi nächste Wohnraumstufe. Wir können einen Gouverneur mehr haben. Das finde ich nicht schlecht. Oder noch mehr Mineralien. Und wir können bestimmte Blocker beseitigen. Ja. Ich würde sagen, das ist auch deutlich günstiger. Wir nehmen das erstmal. Noch einen weiteren Gouverneur zu haben, das gefällt mir durchaus. Da kann man noch mal ein paar Sachen ganz gut nach vorne bringen. So, Beta Z. Hier gibt es schon wieder Arbeitslosigkeit. Das ist ja nicht zu fassen. Gibt es noch irgendwas, was uns im Blick auf Legierung hilft? Nee. Tut es nicht. Ja. Ja, ich würde sagen, dann gönnen wir uns hier nochmal ein Industriedistrikt. Um nochmal mehr herzustellen. Hier in unserer Gießereiwelt. Halt, warte mal. Ersetzen? Ah, sorry Leute, uns fehlen 41. Ich muss später darauf zurückkommen. We have surveyed a new star system. Okay. Eine weitere Highway Node entdeckt, die irgendwo da hinten hinführt. Die Highway Nodes, die kann man auch nicht in sein Reich integrieren im Übrigen, sonst hätte ich das hier vermutlich schon getan. Und die bleiben gewissermaßen reichsfrei. Debris report ready. So, die nächsten Trümmer sind da und wir können jetzt hier nochmal ein Industriedistrikt aufbauen. 500 schon. Ne, 425 waren das, glaube ich. Gut, dann haben wir noch ein Andoria. In Andor, im Andor-System. Arbeitslosigkeit, da gehen dann die nächsten Mineralien hin und da haben wir es erstmal ganz gut abgearbeitet, wie ich finde. So, Forschungsschiffe sind alle unterwegs. Hervorragend. Wir haben 1600 Legierungen. Das ist schon fast die Hälfte von dem, was wir brauchen. Kommt ganz gut voran. Azul Zhang hat eine neue Stufe erreicht, leitet die Ingenieurforschung Stufe 3 und wird sie dementsprechend besser leiten. So, ihr habt jetzt nichts mehr zu tun. Wir sind aber weiter auf der Suche... Nee, wartet mal. Wir sind weiter auf der Suche nach Erstkontakten. So, dann fliegst du bitte diese... Was? Hä? Warum kannst du da nicht hinfliegen? Dann deck erstmal die auf. Und bei den anderen werden wir sehen. Korlanische Archäologie, Beta Kona 4a, orbitale Scans, wo sind wir? Hier, Beta Kona, okay, alles klar. Orbitale Scans von Beta Kona 4a haben Ruinen der Korlan gefunden. Diese Zivilisation ist vor Jahrtausenden ausgestorben, wodurch diese seltenen archäologischen Funde sind. Sie sind eine nähere Untersuchung wert. Ja, von denen haben wir schon einiges gefunden. Ja, macht bitte weiter. Danach. Debris report ready. Nächste Trümmerforschung. Und wir haben die orbitalen Traktorstrahlen. Bringt uns noch mehr Mineralien, noch mehr Forschung. Stark genug, um Berge an Mineralien zu versetzen und präzise genug, um Protonen von Atomkernen zu lösen. Diese verbesserten Traktorstrahlen übertreffen alle bisher entwickelten Techniken. Sehr gut. Neue Forschung. Ah, wir haben wieder... kein Energiebereich. Dann nehme ich Forschungs-KI, ganz einfach. Weil das sehr, sehr schnell erforscht ist. Und wir dann die Chance haben, wirklich schnell wieder eine neue Option und vielleicht dann die Energie für die Schiffe zu erhalten. Aber vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Mechanik, die ich nicht mir bisher erschlossen habe, warum das so ist.
So, das wird, glaube ich, das letzte Spezialprojekt sein, das wir dort erforschen. Auch gut zu wissen. Turmoil is flaring up elsewhere in the galaxy. We hope these hostilities will end soon. Oha, jetzt geht's aber richtig zur Sache. Die Klingonen haben den Romulanern den Krieg erklärt. Puh. Nukner! Wow. So, sehen wir irgendwie, was sie wollen, erreichen wollen? Das ist ein Rivalitätskrieg. Wow, naja, besser, sage ich jetzt mal so unter uns. Ja, das ist nicht die offizielle Föderationsposition. Besser so als irgendwie zu spät. Besser ein Präventivschlag als zu spät. Only the joint may know true wisdom. Okay, so, das zieht sich noch. Eldor Joy! Bajor sind wir zumindest erstmal bei neutralen Beziehungen. So, was können wir hier vielleicht machen? Geschenk schicken, finde ich auch interessant. Boah, aber das sind mir zu viele Credits. Mission anfragen. Ja, wie gesagt, dazu kommen wir noch. Na, mal sehen. Das läuft aber schon ganz gut. Ich glaube, wenn wir die nächste Stufe erreicht haben, dann, ja, dann können wir schon auch dort nach dem Integrationsprozess fragen. Das ist ja unser Ziel. Ausbreitung ist auch okay. So, Ruinen der Kurlan mal wieder gefunden. Stark beschädigt sind diese allerdings. Trotzdem haben wir einige zerbrochene Töpfe und Vasen aus der 5. Dynastie entdeckt. Solche Funde sind, je nachdem wie man fragt, interessant bis vernachlässigbar. Museen gibt uns Forschung oder wiederverwerten? Nö, Museen ist in Ordnung. 5000 Forschung, das heißt, wir haben jetzt hier 31.000 auf Lager. Oh meine Güte. Incoming Transmission. Da haben wir ewig Eldor Joy. So, Migrationsabkommen. Ich würde sagen, ja, zustimmen. Dient alles dem einen Zweck, sie irgendwann in die Föderation zu holen. Mal sehen, ob es uns gelingen wird. So, die Arbeitslosigkeit ist schon wieder da. Ja. Nächsten Trümmer sind auch da. Hat jetzt das Forschungsschiff zu Ende geforscht? Ja. Dann wird es Zeit, dass wir mal hier weitermachen. Dringend. Wir werden da mal gleich erkunden. Okay, liebe Leute. Das war die erste Friedensfolge seit langem. Wir sind bei 1800 Legierungen und werden vielleicht schon in der nächsten Folge, na, ich bin mir nicht ganz sicher, den Bau der Enterprise erleben. Das wäre großartig. Und hier, wenn wir nur noch eine kleinere Macht treffen, haben wir auch Erstkontakte erfolgreich bestanden. Und dann geht es da auch rasant weiter, denn viele von den anderen Voraussetzungen haben wir schon erfüllt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.